Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge Grim Dawn mit Alt-Ernie-Line. Ja, da sind wir wieder. Ich musste mich erstmal wieder herfighten. Ist jetzt auch schon wieder Tage her, dass ich aufgenommen habe. Es ist Sonntagvormittag. Wetter schön draußen, Tässchen Kaffee, ein bisschen aufnehmen. Ja, was gibt es zu sagen? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wo ich Caraxus finde. Aber gut, das werden wir erleben, ob wir ihn finden. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust nachzugucken. Das kann ja nicht sein. Eier hier wirklich alles ab. Dann muss es auch möglich sein, den Vogel zu finden. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwas offen lasse oder sowas. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es an mir vorbeigegangen ist. Ein Lager. Das war ja mal toll. Hallo? Ach, da ist noch eine Tonne. Ja, jetzt habe ich mich übrigens auch nochmal schlau gelesen bezüglich des nächsten Addon, das kommen wird. Und zwar wird das ein anderes Setting haben, nämlich in der Wüste. Man ist sich noch nicht sicher, ob es neue Klassen geben wird. Es wird auf jeden Fall so wie... Ah, ein Portal. Schön, schön. Es wird auf jeden Fall, so wie es aussieht, dieses Jahr im September kommen. Also so lange ist das gar nicht mehr hin. September wird für mich spieletechnisch eh ein fieser Monat. Weil da so einige Titel kommen, die mich interessieren. Aber gut. Das hier wird in jedem Falle dabei sein, das Add-on. Also ich liebe Grim Dawn einfach von Anfang an. Ich habe es mir damals auch sehr, sehr... Was ist hier los? Aha. Guten Tag, der Herr. Hallo, Kalive. Versteh doch, wir wollen hier keine Unruhestifter. Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Vielleicht, aber ich werde dich trotzdem im Auge behalten. Tu dir keinen Zwang an. Ja, genau. Wenn ich Ärger mache, wirst du es als erstes erfahren. Hier ist das Dorf. Jetzt erinnere ich mich auch. Ist zwar schon ein bisschen her, aber wir können mal auf jeden Fall verkaufen gehen. Ihr seht, ich bin schon wieder vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Wir können mal erstmal hier so machen. Was ist das hier? Der kann weg. Was haben wir hier? Der sollte nicht weg. Wartet. Das ist eher... Oh, wartet mal. Nee, Quatsch. Ich habe zu viel Grim Dawn gespielt. Ja, den sollten wir in jedem Falle anlegen. Plus 1 auf alle Fertigkeiten in Soldat. Das ist mal echt nice. Da geht zwar unser Leben ein bisschen runter. Aber das ist mal echt nice. So, sowas kann weg. Hallo? Würdest du das mal... Achso, wir sind gar nicht im Verkauf. Entschuldigt. Ist noch früh am Morgen. Muss man mir verzeihen. Jetzt aber hier. Schwubbidiwupp. Ab dafür, ab dafür. Ab dafür, ab dafür. Nochmal ab dafür. Ja, zwar ganz nett, aber... wir haben einen Zweihänder, von daher okay. Ich glaube, dass wir schon relativ viele... Den behalten wir mal. Den packen wir mal hier rüber. Ich glaube, dass schon relativ viele... Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es gerade echt gar nicht. Irgendwas wollte ich sagen. Ich werde auch nicht jünger. Oh, Kordel des Vorfahren. Ich habe ja Sachen aufgesammelt zwischendurch. Nun gut, wir packen den mal hier hin. Nee, start mal eben hier. Ach, das ist Ulgrims Andenken. Na dann. Ich weiß echt überhaupt gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Was kann der denn? 18 Uhr. Geht baden. Hallo. Was haben wir hier? Spielerstufe zu niedrig. Spielerstufe zu niedrig. Ja, wie gesagt, das Addon, da freue ich mich drauf. Wird diesmal in der Wüstengegend spielen. Ne, das ist. Bisher habe ich. Ich habe jetzt das eine DLC, diesen Horde-Modus, den habe ich mir nicht geholt. Oh, 814 Rüstung, aber auch noch nicht meine Spielerstufe. Deshalb behalten wir die erstmal. Sowas können wir nicht gebrauchen. Ja, ich bin echt gespannt, was das wird. Tschüss. Und was sie sich da einfallen lassen werden, bisher haben wir wirklich alle Add-ons, die beiden, die ich habe, die sind wenigstens Add-ons und nicht irgendwelche 5-Minuten-DLCs.
Das auf keinen Fall und das gefällt mir. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das behalten wir natürlich. Wie gesagt, diesen Horde-Modus hatte ich mir damals nicht geholt. Hat mich jetzt nicht so tangiert. Aber das nächste DLC werde ich mir natürlich holen. Ganz klar, ganz eindeutig. Steht völlig außer Frage, dass das ein Muss für mich ist. Spiel das Spiel echt schon lange. Längere Zeit mit einem Kumpel zusammen. Schöne Grüße an dich, Sven, du, der du Papa geworden bist gestern. Scorf Agener, willkommen Reisender. Vielleicht bringt ihr der... bleibt doch ein wenig, wenn du dich ausruhen möchtest. Dieses Dorf ist makellos. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass das nicht so ist, aber gut. Ich bin alt. So, der hat... Nee, auch kein Symbol auf dem Kopf, also auch nur Lava, Lava, Lava. A blessed welcome, traveler. Okay, welcher Gott ist das? Aha. Ja, also die ersten Hinweise, dass hier nicht alles in Ordnung ist. Was bist du für einer? Watch yourself, traveler. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht doch... Wartet. Weil keiner hier hat ein Ausrufungszeichen über dem Schädel. Was mir sagt, nicht gut, dass ich möglicherweise doch an Kalaxus vorbeigegangen bin. Oder wie auch immer heißt. Wobei mich das echt wundert, ne? Weil die sind alle grün. Es hat keiner ein gelbes Ausrufungszeichen über Kopf. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Nee, ich glaube, ich bin wirklich an ihm vorbeigelaufen. Ich habe so diese böse Vermutung, dass der wo ganz anders ist. Und dann würde ich dann doch mal Google befragen müssen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht. Aber hier sind keine Queste. Und ich weiß, dass ich, als ich beim ersten Mal hier war, auf jeden Fall Queste gehabt habe. Ja, das ist definitiv so, ihr Lieben. Dann werde ich jetzt eine kleine Aufnahmepause lassen und machen und doch mal Google befragen, what the fuck ich falsch gemacht habe. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich dann. Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge Grim Dawn mit Alt-Erniline. Ja, da sind wir wieder. Ich musste mich erstmal wieder herfighten. Ist jetzt auch schon wieder Tage her, dass ich aufgenommen habe. Es ist Sonntagvormittag. Wetter schön draußen, Tässchen Kaffee, ein bisschen aufnehmen. Ja, was gibt es zu sagen? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wo ich Karaxus finde. Aber gut, das werden wir erleben, ob wir ihn finden. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust nachzugucken. Es kann nicht sein. Ich sage jetzt mal, eier hier wirklich alles ab. Dann muss es auch möglich sein, den Vogel zu finden. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwas offen lasse oder sowas. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ein Lager. Das war ja mal toll. Hallo? Ach, da ist noch eine Tonne. Ja, jetzt habe ich mich übrigens auch nochmal schlau gelesen bezüglich des nächsten Addon, das kommen wird. Und zwar wird das ein anderes Setting haben, nämlich in der Wüste. Man ist sich noch nicht sicher, ob es neue Klassen geben wird. Es wird auf jeden Fall, so wie... Ah, ein Portal. Schön, schön. Es wird auf jeden Fall, so wie es aussieht, dieses Jahr im September kommen. Also so lange ist das gar nicht mehr hin. September wird für mich spieletechnisch eh ein fieser Monat. Weil da so einige Titel kommen, die mich interessieren. Aber gut. Das hier wird in jedem Falle dabei sein, das Add-on. Also ich liebe Grim Dawn einfach von Anfang an. Ich habe es mir damals auch sehr, sehr... Was ist hier los? Aha. Guten Tag, der Herr. Hallo, Kalive. Versteh doch, wir wollen hier keine Unruhestifter. Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Vielleicht, aber ich werde dich trotzdem im Auge behalten. Tu dir keinen Zorn an. Ja, genau. Wenn ich Ärger mache, wirst du es als erstes erfahren. Hier ist das Dorf. Jetzt erinnere ich mich auch. Ist zwar schon ein bisschen her, aber wir können mal auf jeden Fall verkaufen gehen. Ihr seht, ich bin schon wieder vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Wir können mal erstmal hier so machen.
das hier. Der kann, kann weg. Was haben wir hier? Der sollte nicht weg. Wartet. Das ist eher... Oh, 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 wartet mal. Nee, Quatsch. Ich habe zu viel Gründorn gespielt. Ja, den sollten wir in jedem Falle anlegen. Plus eins auf alle Fertigkeiten in Soldat. Das ist mal echt nice. Da geht's für unser Leben ein bisschen runter. Aber das ist mal echt nice. So, sowas kann weg. Hallo? Würdest du sagen? Achso, wir sind gar nicht im Verkauf. Entschuldigt. Ist noch früh am Morgen. Muss man mir verzeihen. Jetzt aber hier. Schwuppdiwupp. Ab dafür, ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Nochmal ab dafür. Ja, zwar ganz nett, aber wir haben einen Zweihänder. Von daher, okay. Ich glaube, das ist schon relativ viele. Den behalten wir mal. Den packen wir mal hier rüber. Ich glaube, das ist schon relativ viele. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es gerade echt gar nicht. Irgendwas wollte ich sagen. Ich werde auch nicht jünger. Oh, Kordel des Vorfahren. Ich habe ja Sachen aufgesammelt zwischendurch. Nun gut, wir packen die mal hier hin. Nee, start mal eben hier. Ach, das ist Ulgrims Andenken. Na dann. Ich weiß echt überhaupt gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Was kann der denn? 18 Uhr. Geht baden. Hallo. Was haben wir hier? Spielerstufe zu niedrig. Spielerstufe zu niedrig. Ja, wie gesagt, das Addon, da freue ich mich drauf. Wird diesmal in der Wüstengegend spielen. Oh, ne, das ist. Und ja, bisher habe ich. Ich habe jetzt das eine DLC, diesen Horde-Modus, den habe ich mir nicht geholt. Oh, 814 Rüstung, aber auch noch nicht meine Spielerstufe. Deshalb behalten wir die erstmal. Sowas können wir nicht gebrauchen. Ja, ich bin echt gespannt, was das wird. Tschüss. Und was sie sich da einfallen lassen werden. Bisher haben wir wirklich alle Add-ons, die beiden, die ich habe, die fat. Ja, ich sag mal, die sind wenigstens Add-ons und nicht irgendwelche 5-Minuten-DLCs. Das auf keinen Fall und das gefällt mir. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das behalten wir natürlich. Wie gesagt, diesen Horde-Modus hatte ich mir damals nicht geholt. Hat mich jetzt nicht so tangiert. Aber das nächste DLC werde ich mir natürlich holen. Ganz klar, ganz eindeutig. Steht völlig außer Frage, dass das ein Muss für mich ist. Spiel das Spiel echt schon lange. Längere Zeit mit einem Kumpel zusammen. Schöne Grüße an dich, Sven, du, der du Papa geworden bist gestern. Skorf, Agener, willkommen, Reisender. Vielleicht bringt ihr der. Bleib doch ein wenig, wenn du dich ausruhen möchtest. Dieses Dorf ist makellos. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass das nicht so ist, aber gut. Bin alt. So, der hat auch kein Symbol im Kopf, also auch nur Lava, Lava, Lava. Okay, welcher Gott ist das? Aha. Ja, so die ersten Hinweise, dass hier nicht alles in Ordnung ist. Was bist du für einer? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht doch... Wartet. Weil keiner hier hat ein Ausrufungszeichen über dem Schädel, was mir sagt, nicht gut, dass ich möglicherweise doch an Kalaxus vorbeigegangen bin, oder wie auch immer heißt. Wobei mich das echt wundert, ne? Weil die sind alle grün, es hat keiner ein gelbes Ausrufezeichen über Kopf. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Nee, ich glaube, ich bin wirklich an ihm vorbeigelaufen. Ich habe so diese böse Vermutung, dass der wo ganz anders ist. Und dann würde ich dann doch mal Google befragen müssen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht.
aber hier sind keine Queste. Und ich weiß, dass ich, als ich beim ersten Mal hier war, auf jeden Fall Queste gehabt habe. Ja, das ist definitiv so, ihr Lieben. Dann werde ich jetzt eine kleine Aufnahmepause lassen und machen und doch mal Google befragen, what the fuck ich falsch gemacht habe. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich dann.